Der ehemalige Bankberater Herr M. ist auf die Machenschaften einer Großbank hereingefallen. Er wurde als Bankenvertreter in ein Gremium gewählt und erfüllte seine Aufgabe nach Treu und Glauben. Seit der Bankenkrise aber wird Herr M. von allen Seiten gemobbt. Das ist der Kassensturz. Guten Abend, Herr M. Wir haben es gehört, ihr seid ein besonders krasser Fall von einem Mobbing-Opfer und sucht jetzt Hilfe beim Kassensturz. Ich frage euch, warum? Das Mobbing macht mir gar nicht so viel aus. Da ist man sich als Freisinniger ja gewöhnt. Was ich nicht verstehe, auf so einer Kaffeefahrt hat mich die alte UBS-Führung in heutigen Job geklopft und jetzt sind die auf und davon. Die Situation kennen wir auch von vielen anderen Konsumentinnen und Konsumenten, die auch schon bei einer Werbefahrt reingeklimmt worden sind. Und die, die jetzt die Prokura von der Bank haben, sagen, sie hätten mit denen von früher noch nichts zu tun, nachdem ich Double von dir in den USA Kohlen aus dem Feuer geholt habe. Herr M., ihr seid da auf ein klassisches Lockvogel-Angebot reingefallen. Aber ich kann euch beruhigen, ihr habt in diesem Fall ein Rücktrittsrecht. Rücktritt? Nein, nein, ich will meinen Arbeitsvertrag erfüllen. Ich weiss nur nicht wie. Ich frage euch, ist bei eurer Anstellung arbeitsrechtlich klar gesagt worden, wer euch gegenüber weisungsberechtigt ist? Da herrscht im Moment ein heilloses Durcheinander von Bankenparteien und dem Wolfgang Schäuble. Alle bombardieren mich. Und darum will ich jetzt von Ihnen wissen, kann ich als Arbeitnehmer einmal Nein sagen? Und wie muss ich mich verhalten, damit die mir nicht plötzlich einen Frischlosen auf den Tisch knallen? Euer Fall ist schwierig. Ich habe das Gefühl, ihr solltet euch einen Anwalt nehmen. Jawohl, dann mache ich. Dann habe ich noch eine Frage. Ich habe hier noch einen Abzahlungsvertrag mit der Nationalbank. Und Herr Merz, auch der K-Tipp empfiehlt euch, nehmt einfach möglichst schnell einen Anwalt. Oder wissen Sie was, Herr Schmitzer? Ich mache es gerade selber. Ich bin immer am besten gewesen, wenn ich Probleme autonom gelöst habe. Viel Glück und Ihnen guten Abend.